Wir sagen noch einmal willkommen unter dem Schirm des Ostens. Heute fangen wir an mit einem Thema, das Thema heißt, dein Reich kommen, Teil 1. 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 Wenn wir dieses Wort hören, dein Reich kommen, manche von uns fangen an auf einen Platz zu denken. Manche von uns fangen an, über einen bestimmten Ort nachzudenken. Erstmal, Gottes Reich ist nicht ein Platz, ist eine Person. Wir fokussieren uns einfach auf einen Platz, aber Gott möchte, dass wir uns fokussieren in ihm. Guck mal, normalerweise, wir sagen immer, ein Platz ist auch wichtig zu wissen, aber der Mensch in diesem Platz mag diesen Platz, wie dieser Platz ist. Okay, ich bitte mich, Vater, übernimm mein Denken, übernimm meinen Wille, lass mich sprechen, wie du möchtest, lass mich von dir geleitet werden, lass jeder von uns deine Gegenwart spüren, lass uns deine Stimme hören und tu das, was du tun kannst, im Namen Jesus Christus. Amen. Dein Reich komm. Und wir fangen an aus unserem Bibeltext für heute, Matthäus Kapitel 6, Vers 10. Wir kennen vielleicht viele von uns kennen, wo das steht. Und das ist ein Ort, wo Jesus mit seinen Jüngern auseinander wirklich gesetzt. Die haben da wirklich ein Fundament da wirklich gebaut und da etwas festgemacht. Was hat er gesagt? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Vielleicht, wir können sagen, das ist ein Gebet, das Jesus geführt hat. Wir können sagen, das ist, was Jesus möchte. Erstmal, dein Reich kommen ist nicht ein Platz zu kommen. Dein Reich kommen, es bedeutet nicht, dass ich soll einen neuen Platz hier bringen. Dein Reich kommen, es bedeutet, das Leben Gottes hier auf die Erde bringen. Es bedeutet, das Gedanken Gottes bringen. Erstmal, was ist Reich? Was ist Reich? Als ein Christ, du musst erstmal verstehen, was ist Reich? Reich heißt nicht, ich habe viel Geld. Nein, ich meine Reich, Territorium. Ich rede von Territorium. Ich rede von Atmosphäre. Ich rede von Staaten. Ich rede von Ideologie. Ich rede von Lebensstil. Wenn wir hören, dein Reich kommen, es bedeutet, Gottes Kultur soll kommen. Gottes DNA soll kommen. Weil Reich ist nicht mit einem Ort gebunden. Wenn das so ist, der römische Reich sollte nur in Rom sein. In die alte Welt. Der römische Reich war so groß bis Afrika, bis Asien, fast die ganze Welt. Das ist ein Beispiel für ein Reich. Und auf der Erde, wir haben verschiedene Arten von Reich. Die Tiere oder die Tiere, die haben auch ihr eigenes Reich. Biologische Pflanzen, die haben ihr eigenes Reich. Wir Menschen, wir haben unser eigenes Reich. Gott hat sein Reich und er will sein Reich über alle anderen Reichen einfach Atmosphären, seine Influence da bringen. Gottes Reich ist Gott selbst, weil ein König ohne ein Reich gibt kein Reich. Weil es gibt keinen König, gibt kein Reich. Weil das Wort Reich kommt aus einer Person. Und das Person, wie wir hier sprechen, ist Jesus Christus. Deshalb wird gesagt, wir schauen auf den Sohn.
Weil er ist der Person, die das Reich Gottes in uns bringen will. Deswegen muss nicht vergessen, Gottes Reich kann nicht in einem Ort stehen oder bleiben, die kommt in einen Menschen. Deswegen, wir gucken erstmal, welches Reich rede ich hier? Wir haben ein dämonisches Reich, wurde geherrscht von Satan. Wir haben Pflanzenreich. Wir haben Tiere, die haben ihr eigenes Reich. Die Menschen, wir haben unser eigenes Reich. Wenn wir nach England denken, wir denken nach dem König in England. Wenn wir damals in Rom nachdenken, wir denken nach Caesar. Weil dieses Reich existiert, weil ein König da ist. Und der Reich, den ich versuche mit uns zu teilen heute, ist das Reich, wo Gott der König ist. Und er regiert durch Jesus Christus. Amen. Und dieser Jesus Christus will in uns wieder wohnen. Und in das zu haben, müssen wir erstmal verstehen, welchen Schritt muss ich folgen, um dieses Reich in mir zu haben. Dieses Reich in mir zu haben, was muss ich tun? Was muss ich ändern? Einfach, dieses Reich kommt nicht, wenn du nicht die Voraussetzung, dieses Reich erstmal erfüllt hast. Und dieses Reich ist nicht ein Ort, ist eine Person. Deswegen, wir gehen erstmal weiter. Ein Reich existiert aufgrund einer Person, die König genannt wird. Nicht vergessen, ein Reich existiert aufgrund einer Person, die König genannt wird. Wenn du sagst, ich will in das Reich Gottes reinkommen, das heißt, ich muss den König kennen. Weil das Reich ist nicht, wie kann man sagen, ich gehe nach England. Das ist ein limitiertes Reich. Das Reich Gottes hat keine Limitation, hat keine Grenze, ist grenzenlos. Gottes Reich hat keine quasi so eine Messe, eine Massen, so Massen, Square Quadratmeter. No. Gottes Reich ist grenzenlos, massenlos. Gottes Reich fängt an, wo die ganze Reich auf die Erde stoppt. Das heißt, Gottes Reich ist nicht nur ein Ort, wo ich gehe, aber ist eine Person, die in mir wohnen will. Und wie schon gesagt, ein Reich existiert aufgrund einer Person, die König genannt wird. Und wenn wir über das Reich sprechen oder nachdenken, dürfen wir uns nicht nur auf einen Ort fokussieren. Wenn wir erstmal anfangen, über Reich zu sprechen, zu denken oder zu reden unter uns, lass uns nicht auf einen Ort gucken. Was wir tun, lass uns auf den König gucken. Deswegen, wir müssen auf Jesus schauen. Er ist der König. Weil ohne Jesus gibt es keine Gotteskönigreich auf der Erde. Er hat zu den Jüngern gesagt, dein Reich komm. Dein Wille geschehen. Weil in Gottes Reich kannst du Gottes Wille finden. Und wenn du Gottes Wille hast, dann kannst du Gottes Plan verstehen. Wenn ich keine Gottes Reich in mir habe, wenn ich keine Gottes Will verstehe, ich kann nicht auf der Erde das tun, was Gott von mir verlangt. Und eine Sache ist, Gott verlangt etwas von jeder Person. Und dies Verlangen zu verstehen, brauchst du sein Reich. Es ist ein bisschen nicht so einfach zu verdauen, weil wir leben nicht mehr in der Zeit des Reich. Wir wissen schon, viele von uns vielleicht, wir haben uns ein paar Filme geguckt. Es gibt Persia, die babylonische Reich. Wir wissen schon, was das bedeutet. Es gibt immer einen König. Es gibt jemanden vorne. Wir wissen schon, in einem Reich, jeder versucht, die Gunst der König zu bekommen. Auf deinem Favor. Du möchtest wirklich die Gunst deiner König wirklich haben. Was tust du? Du tust das, was er gefällt. Was gefällt er, tust du. Wenn du sagst, ich will das Gunst Jesus haben von meinem Leben, von meiner Familie, ich muss das tun, was Jesus gefällt.
Ich tue nicht, was ich spüre, was ich denke, was ich wünsche. Ich tue sein Will. Dann kann ich ihm gefallen. Und wenn ich ihm gefällt oder wenn er mich gefällt, dann können wir zusammen etwas Stadt bauen. Dein Reich komme. Dein Will geschehe. Wie im Himmel, so auf Erde. Dann was ist Reich? Was soll kommen? Gottes Territorium, Gottes Atmosphäre. Wir wissen manchmal, wann wir am Lob sind, wann wir am Lobpreis sind. Und du fang an, Vater, deine Atmosphäre, deine Atmosphäre. Was redest du da? Deine Reich kommen. Wenn du anfängst, Lobpreis zu machen, zu singen oder zu beten, was machst du da? Du rufst einfach sein Reich. Weil sein Reich ist nicht ein Platz. Sein Reich ist eine Person, die genannt Jesus Christus. Und er ist das Gesicht des Reiches. Und wenn wir sagen, dein Reich kommt, wir reden von Sternen. Deswegen hat er gesagt, ich habe euch auserwählt. Gottes Reich wählt uns aus. Aus der ganzen Welt. Er nimmt uns als jemanden, der sehr wichtig ist. Jemanden, der sehr wertvoll ist. Auf Italienisch heißt es mal prezioso. Er sieht das in uns, dass wir sind wertvolle Menschen. Deswegen meine Gefühle, meine Gedanken heute kann das nicht erklären, was das Reich Gottes ist. Deswegen ich bitte, der Heilige Geist spricht durch mich. Lass mich wirklich dein Reich zu deinem Volk, deine Stämme erklären, was du von dem verlangst. Gottes Reich ist nicht überall. Gottes Reich aber ist in seinen Kindern. Nicht vergessen, Gottes Reich ist nicht überall, sondern Gottes Reich ist in seinen Kindern. Und wenn du dieses Reich hast, hast du die gleiche Power, was Jesus Christus auf der Erde hatte, als er hier war. Die Bibel hat schon gesagt, wie Jesus Christus war, so sind wir. Es ist keine Lüge da, weil ich habe das erlebt in meinem Leben. Je mehr ich mich mit Jesus beschäftige, desto ähnlicher bin ich mit Jesus Christus. Und zwar sie als Christ ist ähnlicher wie Jesus zu sein, nicht ähnlicher wie der Pastor. Weil der Pastor ist auch verbrechlich. Ich bin ein verbrechlicher Mensch. Aber ich fokussiere einfach auf den Herrn. Ich fokussiere mich einfach auf Jesus Christus. Wie schon gesagt, dein Reich kommen bedeutet, eine neue Nation zu starten. Eine neue Nation. Eine neue Stammen von Völkern. Eine neue Klagen von Leuten. Ein Ort, wo nur Gott ist, ist alles, was wir wünschen, alles, was wir wirklich wollen, ihn besser kennenzulernen. Und auch eine Ideologie zu haben, wer wir wirklich sind. Durch dieses Reich können wir wirklich verstehen, was wir haben, wir und wer wir sind. Und wo wir momentan uns befinden und was wir tun können, um das zu erreichen, was er wirklich möchte. Das Reich Gottes ist größer als ein Ort. Nimm das mit nach Hause. Das Reich Gottes ist größer als ein Ort. Die ganze Erde, die ganze Planeten, die ganze Milchstraße, die ganze alte Milchstraße, die ganze Planeten, große Planeten, kleine Planeten. Es ist so klein, um Gottes Reich auf einen festen Ort zu bauen. Wer ist größer? Das Haus oder der Erbauer des Hauses? Wer ist größer? Der Bauer. Der Bauer ist größer als der Hauses. Weil er kann auch das Haus kaputt machen. Das heißt, ich bin größer. Wenn ich mir ein Haus heute baue,
Die Haus kann gigantisch aussehen, aber trotzdem, ich bin größer als mein Haus. Weil das Haus kommt aus mir. Ich kann auch aus mir ein neues Haus erschaffen. Und wie kann ich das machen? Indem ich diese Haus jetzt kaputt mache. Das heißt, Gott ist größer als die ganze Erde. Weil er hat das mit seinem Mund, mit seiner Macht erschaffen. Deswegen, wir müssen uns nicht begrenzen mit das Wort, dass das Reich Gottes ist ein Ort. Deswegen hat Jesus gesagt, am Ende, du musst nicht nach Jerusalem gehen, um Gott zu loben. Du musst nicht nach Israel gehen, um Gott kennenzulernen. Aber wo du bist da, solange mein Reich ist da, du kannst mich da loben. Deswegen, du musst erstmal unsere Gedanken anfangen anzupassen, deine Reich kommen. Es bedeutet, deine Territorium so kommen. Es bedeutet, deine Atmosphäre so Oberhand haben. Es bedeutet, ich bin jetzt ein Teil deiner Stamme. Es bedeutet, ich gehöre zu deinen Nationen. Es bedeutet, ich habe jetzt eine neue Ideologie, wie ich mein Leben führen soll. Es bedeutet, das Reich Gottes ist größer als einen Ort, den ich mich momentan befinde. Deswegen, ich möchte, dass wir mit diesem Gedanken, mit diesem Gefühl, mit diesem Charakter weiterkommen jetzt. Wir gucken in Hebräer, Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Ich lese von aus Lutherbibel dieses Mal. Aus Lutherbibel lese ich. Könnt ihr was sehen überhaupt? Ist das so klar für euch? Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Bevor wir erstmal anfangen, dieser König ist ein Geist. Jesus Christus ist ein Geist. Wir reden von Jesus Christus. Wir sehen ihn nicht physisch, er ist nicht mehr da. Aber sein Geist ist immer da. Deswegen muss ich vergessen, dieser König ist ein Geist und wir können ihn in menschlicher Gestalt im Namen in einen Namen nennen, Jesus Christus sehen. Das heißt, wenn ich sage, ich will sehen, Gott, wer Gott ist, ich muss auf Jesus schauen. Wenn ich sage, ich will einfach diese Form gucken, wie Gott ist. Deswegen sage ich zu euch, wenn der Mensch dir fragt, wer oder wo ist Gott oder wer ist Gott, sag einfach, schau mich an, weil er wohnt in mir. Du musst keinen zweiten Kopf machen. Du magst dich nicht gleich wie Gott, nein. Du vertrittst ihn. Weil er in dir wohnt. Wir vertreten ihn, weil er in uns wohnt. Wir vertreten ihn. Guck mal, wenn du diese Mentalität nicht in dir hast, Leben als ein Christ wird wie einfach Schauspiel. Wir müssen verstehen, wir müssen diese feste Gedanken in uns haben. Wir müssen diese feste Kopf bilden, dass das Geist Gottes ist in mir. Und weil dieser Geist in mir ist, ich vertrete Gott auf die Erde. Wenn ich diese Gedanken nicht habe, der Teufel macht mein Leben wie Hülle. Liebe Kirche, du musst in der Lage sein, um zu verstehen, dass unser König ist ein Geist. Deswegen hat es in Johannes gesagt, unser Gott ist ein Geist. Die Menschen, die muss ihm anbeten, muss in Geist und was in Wahrheit machen. Weißt du, Geister sterben nicht. Aber Menschen, die sterben nicht. Geister bleibt ewig. Unser Gott bleibt ewig. Und er hat schon bis Ewigkeit in uns gebracht, durch den Heiligen Geist, der in uns ist. In Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch den Propheten. Weil die Propheten damals war wie ausgesendete Person von diesem Geist, die Gott heißt. Die Propheten hat einen Teil von Gottes Geist in sich. Deswegen konnte auch Gottes Mikrofon sein, vor Gott zu sprechen.
Das heißt, dieser Geist, die in diesem Prophet sind, mit diesem Geist konnte den auch Gott vertreten auf die Erde. Die konnte ihn vertreten. Nicht alle Menschen konnte das machen, nur die Menschen, die Propheten sind. Und durch diese Menschen spricht Gott mit den ganzen Menschen damals. Aber heutzutage, sowas passiert nicht mehr. Und guck mal auf 2. Hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet, durch wen? Den Sohn. Deswegen wir müssen auf den Sohn schauen, denn er eingesetzt hat zum Erbe über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. 3. Er ist das Abglanz. Was heißt das? Spiegelbild. Wenn du sagst, du suchst nach Gott, du findest Gott in Jesus Christus. Ich sehe manche Menschen, die sagen, ich suche nach Gott. Ich suche nach Gott. Aber Gott sucht nach dir. Gott sucht nach dir. Gott sucht nach dir. Warum suchst du das, was schon nach dir am Suchen ist? Du suchst nach Gott. Manche Menschen suchen nach Gott in Magie. Manche Gott suchen nach Gott, einfach es reich zu machen. Manche suchen nach Gott, einfach ein paar Aktivitäten zu machen. Du kannst so Gott nicht finden. Weil unser Gott ist nicht verloren. Wir sind verloren. Du suchst nach das, was verloren ist. Wir sind verloren und wir suchen nach ihm. Er ist nicht verloren. Wir können ihn schon nicht suchen. Er hat uns gefunden. Weil wir verloren sind. Ist er gesagt, ich habe euch gesucht, obwohl ihr mich nicht kennt. Ich habe nach euch nachgegangen. Ich habe einfach meine 99 Kinder gelassen, einfach auf euch gegangen, um mit euch in meine Stammen zu bringen, damit ihr meine Sohn und Tochter sind. Das hat er gesagt. Das hat er in seinem Evangelium gepredigt. Ich suche nach euch. Warum? Weißt du warum? Manchmal von Menschen, Leute, Christus seid nicht so langweilig. Weißt du warum? Weil die forschen nicht mehr. Die forschen nicht mehr. Die studieren nicht mehr in der Bibel. Die kommunizieren nicht mehr, die beten nicht mehr, die fasten nicht mehr. Es wird langweilig, es ist normal. Weil das, was du tust täglich, wird ein Teil des Lebens sein. Deswegen sagst du Menschen, Christ zu sein, ist keine Religion. Manche Menschen nennen es so, 6 Uhr, die fangen an zu beten, Ebe, 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 Ebe. Das ist Religion. Ich bin nicht gegen irgendwelche Religion, aber ich glaube nicht an Religion. Ich glaube an Jesus Christus, weil mit Jesus Christus ist jede Sekunde, wir sind gebunden. Ich warte nicht bis 2 Uhr, bis 3 Uhr, bis 4 Uhr, bis 5 Uhr. Nein, ich bete mit ihm, solange ich atme. Ich rede mit ihm, solange ich sprechen kann. Ich habe noch meine Gedanken wieder in meinem Kopf. Ich rede mit ihm so, wenn ich will und wenn er will, er redet auch mit mir. Das ist Beziehung. Du musst nicht vergessen, das Reich Gottes ist kein Ort. Und er hat gesagt, er ist der Abglanz, seine Herrlichkeit. Und das Ebenbild seines Wissens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Guck mal weiter, in Lukas, wir kommen jetzt langsam in dieses Thema rein. Wenn ich sage, ich möchte über das Königreich von England wissen, zu wem soll ich gehen? Wenn ich sage, ich möchte über das Königreich von England wissen, zu wem soll ich gehen? Ich muss zu dem König gehen. Weil er hat die komplette Ideologie, wie die Königin sein soll. Wenn ich sage, ich möchte Gottes Königreich verstehe, ich muss zu Gott gehen, weil er hat den Originalplan, wie sein Königreich ist und aussah.
Wie schon gesagt, der Besitzer des Reichs ist die richtige Person, über das Reich zu fragen. Ich wiederhole noch einmal. Der Besitzer des Reiches ist die richtige Person, über das Reich zu sprechen, zu reden oder zu fragen. Wenn du hier sitzt, du hast ein paar Fragen über dein Leben, frag Jesus Christus. Wenn du hier sitzt, du hast ein paar Fragen über deine Gesundheit, frag Jesus Christus. Wenn du hier sitzt, du hast ein paar Fragen über das, was nicht gut geht in dir, frage Jesus Christus, weil er hat dich gemacht. Er hat dich geschaffen. Du bist nicht von dir einfach Big Bang. Du bist keine Big Bang. Das ist eine Lüge von dem Teufel. Keiner von uns ist Big Bang. Boom, wir sind gekommen. Das ist eine Lüge. Jemanden hat uns geschaffen. Jemanden hat uns Leben gegeben. Und sogar wir haben unser Leben verloren, ab uns geholfen, dieses Leben wieder zu finden, aber in ihm allein. Es gibt nur einen Weg. Und Jesus ist dieser Weg. Wir haben nicht mehrere Wege. Wenn es ist so, dann unser Evangelium ist voll von Lüge. Wir haben nur einen Weg. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Und Jesus Christus möchte einfach in uns was machen. Guck mal, Lukas 17, 21. Lieber Bruder und Schwester, lass uns diese Bibel zusammen lesen. Lukas 17, 21. Ich lade schon fertig. Lukas 17, 21. Guck mal, man wird euch, sind wir schon da? Mach ich schon da, mach ich noch nicht. Mach ich noch am Suchen. Lukas 17, 21. Ich mache nur quasi Detail 1, wie Fundament erstmal bauen. Lukas 17, 21. Man wird euch nicht sagen, sehe hier oder da. Denn seht, das Reich Gottes ist Mitte unter euch. Aber Luther hat was da hinzugefügt. Luther ist der Priester hat unsere Bibel zusammengefasst. Und er hat gesagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Da steht, es ist unter euch. Theologisch betrachtet, das bedeutet, es ist etwas nicht, Gottes Reich ist nicht allgemein. Lieber Kirche, Gottes Reich ist nicht allgemein. Gottes Reich ist persönlich. Meine Frau braucht Gottes Reich, ich brauche auch. Wenn meine Frau das hat, heißt das, ich habe das automatisch. Es ist nicht gesetzlich, ja, gesetzlich betrachtet, ich habe ein Haus, ist automatisch meine Frau. Nein, so geht es nicht mit Gott. So geht es nicht. Ist etwas persönlich. Du musst selber das pflegen und akzeptieren für dich. Weil du das hast, heißt es, deine Kinder das haben. Oder haben. Wenn du das, guck mal, deine Gottes Reich zu haben, reicht nicht, deine Mama das hat oder der Papa das hat. Du musst das selber haben. Es ist etwas Persönliches. Es ist etwas, das du musst pflegen. Es ist wie die Schuhe jetzt auf deine Füße. Die Schuhe auf deine Füße jetzt. Trägt diese Schuhe für dich durch deine Mama oder du trägst diese Schuhe für dich selber? So eine Frage. Ich habe Schuhe erst auf meinen Füßen. Wer trägt diese Schuhe? Meine Mama? Nein, ich. Das ist Gottes Reich. Es ist eine Ich-Sache. Ich mag das nicht, wenn meine Mama sagt, mach das. Ich mag das nicht, wenn mein Papa sagt, mach das. Ich mag das für mich. Manchmal, meine Mama hat keinen Bock. Es ist ein Grund, dass ich keinen Bock haben muss. Ich muss Gottes Reich von mich verstehen. Das heißt, Gottes Reich ist so etwas wie egoistisch sein, dass ich muss das schützen. Wenn ich das nicht schütze,
Meine Mama kann mir helfen, das kaputt zu machen. Mein Papa kann mir das helfen, kaputt zu machen. Mein Bruder kann mir helfen, kaputt zu machen. Weil wenn die nicht das hast, die wollen auch nicht, dass du das hast. Versteht ihr, was ich meine? Wenn die nicht diese Reich in sich hat, die wollen auch, dass du das auch nicht hast. Also die Menschen sind so, wenn du nicht hast, ich muss auch nicht haben. Dann sind wir gleich. Aber Gott ist nicht so. Gott sucht nach Menschen, die nach ihm schreien. Gott sucht nach Menschen, die nach ihm wohnen wollen. Meine Mama ist Christ. Ist das der Grund, warum Christ? Warum du bist ein Christ? Mein Papa ist ein Christ. Ist das der Grund, warum ein Christ bist? Christ zu sein und Christ zu werden ist zwei Themen. Christ zu sein und Christ zu werden ist zwei Geschichten. Ich bin Christ. Vielleicht waren meine Eltern mich so in diese Richtung gebracht. Aber ich bleibe Christ, weil ich weiß, wer ich bin. Was soll ich meine? Ich bin ein Christ. Es gibt so viele Menschen, die Eltern sind Pastor, aber die Kinder haben nichts mit Gott zu tun. Das heißt, mein Vater als ein Pastor heißt nicht, ich habe Gottesreich in mir. Meine Mama als eine Diakonin oder Diakonin in der Kirche heißt nicht, ich habe Gottesreich in mir. Das reicht nicht aus. Aber das kann als ein Anfang sein. Und Luther hat gesagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Inwendig. Und was macht das inwendig Geist in dir? Eine neue Lebensauffassung zu starten. Eine neue Lebensauffassung zu starten. Eine neue Lebensarten zu starten. Eine neue Lebensstil zu starten. Eine neue Lebensmentalität zu starten. Eine neue Lebensgefühl zu haben. Ich bin nicht mehr geleitet nach meinem Bauch. Ich bin geleitet nach Gottes Wort. Ich bin nicht mehr geleitet mit das, was mir Gewinn gibt. Ich bin einfach geleitet mit das, was Jesus Gewinn bringt. Ich bin nicht mehr einfach nach meinem Wunsch und Wille gegangen. Ich bin nach seinem Willen jetzt geboren. Ich bin neu geboren. Gottes Reich in dir zu haben bedeutet, ich bin neu geboren. Ich möchte, dass wir heute unser Thema verstehen. Gott will, dass er in uns wohnt. Lieber Kirche, dieses Reich ist größer als erste Reihe. Dieses Reich ist größer als einfach mystische Lehre. Mystische Lehre. Was wir hier machen, ist nicht mystische Sache, ist Lebenssache. Dieses Reich ist keine Metaphysik. Dieses Reich ist keine Motivation sprechen. Es ist eine Leben, eine neue Lebensauffassung. Neues Lebensauffassung. Neues Leben zu haben. Wenn du hier bist, du bist nicht mehr zufrieden mit deinem Leben. Du weißt nicht mehr, was du wirklich brauchst. Es ist Zeit, dieses Reich in dir wirklich zu sagen, Reich Gottes, komm in mir. Wenn du dieses Reich nicht hast, du weißt das. Du kannst mich täuschen, einfach vorspielen. Aber Gott kannst du das nicht mit ihm machen. Weil er sehe jeder Herz hier. Gott zu folgen, es ist nicht einfach, lieber Kirche. Ich werde euch nicht sagen, ja, es wird so sein. Nein! Es ist schwer! Lieber Kirche, Gott zu folgen, ist schwer. Und da brauchst du den Heiligen Geist, dir zu begleiten, dir zu helfen, dir zu ermutigen. Warum? Weil es wird nicht einfach. Gott zu folgen ist wie eine Einbahnstraße. Du darfst nicht wenden nach links, du darfst nicht wenden nach rechts. Du bist nur da. Du bist da allein. Du kannst, guck mal. Allgemein kann ja Gott nicht dienen. Gott ist persönlich. Ich habe gesagt zu den Menschen, allgemein Glauben und persönlicher Glauben sind zwei Sachen. Allgemein Glauben bedeutet, wir kommen hier, wir fangen an zu beten, oh Jesus, jeder kann beten. Aber persönlicher Glauben ist das, wer du wirklich bist. Wenn du zu Hause bist, fastest du.
Wenn du zu Hause bist, liest du Gottes Wort. Wenn du zu Hause bist, betest du. Viele Menschen sagen, ja, weißt du, diese ganze Kirche-Sache, es ist ein bisschen langweilig. Ja, weil du langweilig bist. Weißt du, weil du selber langweilig bist. Guck mal, ich habe einmal angerufen, meinen Bruder, ey, komm hier auch manchmal in die Kirche. Ich habe ihn gerufen, Bruder, wie geht es dir? Was machst du so? Was machst du so? Ich habe gesagt, ja, Pastor, das hat mir die ganze Lebensgeschichte erzählt. Ich habe ihm gesagt, wenn du, wie du jetzt wohnst, wo du jetzt bist, kannst du dein eigener Freund sein. Verstehst du meine Frage? Wie du jetzt wohnst, dein Leben lebst, kannst du dein eigener Freund sein? Er sagt, nein. Siehst du? Du siehst, dein Leben braucht Hilfe. Viele Menschen erwarten von Gott, was sie nicht in der Lage sind zu erwarten. Du musst, dass Gott für dich was tun, aber du kommst nicht aus, dass er dich sieht und für dich was tun. Deswegen, Gott zu folgen, ist keine Magie. Gott zu folgen, ist keine mystische Gedanken. Gott zu folgen, ist einfach, ich nehme die Sache, ich nehme es nach Hause, dann kommt Gott mit mir. Nein, Gott ist nicht so. Gott lebt nicht in Dinge. Gott lebt in Menschen. Gott lebt nicht in was? In Dingen, sondern in Menschen. Wenn du eine Person bist, du hast das ganze Recht, Gott in dir zu haben. Und er will das haben. Halleluja. Wir sind langsam fertig. Wir sind langsam fertig. Dein Reich kommt. Apostel Paulus hat uns was hier erklärt. In Hebräer Kapitel 10, Vers 7. Hebräer Kapitel 10, Vers 7. Hebräer Kapitel 10, Vers 7. Da sprach ich. Guck mal, um dieses Reich in dir zu haben, musst du in der Lage sein zu sprechen. Musst du in der Lage sein, eine Beziehung zu pflegen. Guck mal, hast du Beziehung mit dir selbst? Gibt da Beziehung mit dir? Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Ich tue, guck mal, du musst was tun. Du musst was tun. Du liest nicht die Bibel. Du fastet nicht. Du betet nicht. Du willst, dass dieser Gott dein Freund sein. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Das ist einfach. Du tauschst dich aber aus. Du verbringst Zeit mit seinem Wort. Wie kannst du seine Stimme hören? Du fastet nicht. Wie wirst du stark in ihm sein? Du betest gar nicht. Vater, danke, morgen ist schon da. Das ist ein Leben. Wie kannst du ihn in dir haben? Wir wissen schon, wenn ein Mann und Frau, die sind verheiratet, ne? Und die reden nur jeden Montag. Das ist eine schreckliche Ehe. Ich rede mit meiner Frau nur montags. Jeder geht seine Wege. Wir kommen auf die Arbeit, sogar wir grüßen auch gar nicht. Nur morgen, hi, ciao. Abends wieder, okay, gute Nacht, ciao. So sind die Menschen, die gehen in die Bett, die fangen an zu beten, Vater, schütze mich, wenn ich schlafe, jeder Dämonen, jeder Power, breche, 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 die schlafen. Ich mag auch, Vater, manchmal die Bete nicht. Danke, Vater, ich habe heute gut bestanden, ich bin jetzt schon verstanden, ich gehe auf die Arbeit, schütze mich, schütze mich, schütze mich, schütze mich. Das ist wieder Gebet, so limitiert. Nicht nur Jesus Christus, was willst du heute? Jesus Christus, wie geht es? Wie geht es in unserer Welt? Jesus Christus, ich liebe dich. Es gibt keine Beziehung. Dein Gebet wird nicht geantwortet, weil du heilig bist. Dein Gebet wird geantwortet, weil du Beziehung mit Jesus hast. Dein Gebet wird keine Antwort bekommen, nur weil du morgen betest, abends betest. Nein, dein Gebet wird Antwort bekommen, wenn du mit ihm eine echte Beziehung hast. Hast du Beziehung mit dir selbst oder mit Jesus Christus? Kirche. Christus sein, wie ich euch gesagt habe, ist schwer.
Ich werde euch nicht lügen, ja, komm wie du bist, ja, Christ ist ein Fax. Nein, 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 nein. Als ein Christ muss uns ein paar Preis bezahlen und auch ein paar Leistungen bringen. Du brauchst keine Leistungen zu bringen. Du brauchst Leistungen. Lass uns langsam fertig sein. Ich möchte, dass wir mit diesen zwei Gedanken mitnehmen nach Hause. Durch dieses Reich Gottes, die kommen wir in uns. Manche von uns haben ja schon dieses Reich in uns. Manche von uns, wir haben schon dieses Reich in uns. Ist schon da. Aber nicht alle von uns haben dieses Reich in sich. Das inwendige Reich Gottes. Es ist inwendig. Es ist so intern. Es ist so privat. Es ist nur ich und Jesus Christus. Wir schaffen einen Raum. Nicht ich mit meiner Frau. No, 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 no. Ich mit Jesus Christus. Weil wenn Jesus Christus reinkommt, kann er hier meine Frau missbringen. Aber wenn ich versuche, meine Frau zu bringen, vielleicht meine Frau vergesse, Jesus Christus mitzubringen. Oh, ihr versteht das nicht. Wenn ich auf eine Person fokussiert, um Jesus zu vergessen. Deswegen, du musst in der Lage sein, diese Gedanken zu haben. Du musst entdeckst du deine wahre Wert. Wenn Gottes Reich in dir ist, dein Wert kommt heraus. Deine Identität in den Augen Gottes kommt heraus. Wenn du wirklich dieses Reich hast. Hast du dieses Reich? Dann wird jetzt dein wahre Wert herauskommen. Wird wirklich eine wahre Identität in den Augen Gottes nicht.